Meine Damen und Herren, ein Studienjahr geht zu Ende. Heute ist die letzte Vorlesung im Sommersemester und die möchte ich dazu benutzen, dass wir einen ganz kleinen ersten Ausblick auf die Quantenmechanik geben. Es zeigt sich, dass man sehr viel mit klassischen Methoden beschreiben kann, aber dass es einen großen Erfahrungsbereich gibt, der nur mit quantenmechanischen Methoden verstanden werden kann. Das hat sich gezeigt erstmals vor 112 Jahren, wie Max Planck die Idee hatte, die Wärmestrahlung mit Hilfe der Quantenhypothese zu beschreiben. Und dann wenige Jahre danach hat auch Einstein hier mitgemischt, genauso wie er ja bei der Relativitätsmechanik ganz entscheidend gestaltend war, indem er dann die Idee gehabt hat, dass das Licht nicht nur das ist, was man bis dahin gemeint hat, dass es ist, nämlich eine Welle, eine elektromagnetische Welle, sondern dass Licht auch Teilcheneigenschaften hat. Und wir möchten heute anhand von zwei ganz wesentlichen Experimenten zur Quantenmechanik diese Dinge kurz besprechen, nicht um jetzt eine ausführliche Darstellung der Quantenmechanik zu geben, Sie können sich vorstellen, dass es in einer Vorlesungsstunde nicht möglich ist, sondern um Ihnen einen Ausblick zu geben und den Mund wässrig zu machen sozusagen, dass Sie sich mit diesen Dingen dann näher auseinandersetzen können und Sie werden dann sehen, da ist sehr viel Interessantes noch für Sie bereit. Also wenn wir davon sprechen, wir wollen also über Quantenmechanik sprechen, dann wollen wir also zunächst einmal davon sprechen, dass es eine Reihe von wichtigen Grundexperimenten gegeben hat, die die Quantenmechanik dann eingeleitet haben. Da ist also, ich möchte es nicht in historischer Reihenfolge sagen, sondern eher, wie sie sich im Zuge unserer Vorlesung ergeben haben, ein ganz wichtiges Experiment, mit dem auch unser Haus irgendwie verbunden ist, das Ehrenhaft-Millikan-Experiment, wo gezeigt wurde, dass die elektrische Ladung nur in Quanten vorkommt. Das ist also ein ganz wesentlicher eine wesentliche Erkenntnis gewesen, die natürlich zunächst einmal nicht selbstverständlich war. Es wurde gezeigt, dass es ein elektrisches Elementarquantum gibt und dass keine Teilchen existieren, die Ladungen tragen, die kleiner sind als dieses Elementarquantum und dass jede Ladung sich nur als ein Vielfaches dieses Elementarquantums darstellt. Und Elektronen zum Beispiel oder auch Protonen tragen als Ladung ein solches Elementarquantum. Das ist 1909, also vor etwas mehr als 100 Jahren, erst gefunden worden, die elektrische Elementarladung. Aber ein noch wesentlich weitreichenderer Befund wurde schon etwas früher getroffen, nämlich durch Heinrich Hertz, der bereits 1887 die ersten Experimente gemacht hat zum sogenannten Fotoeffekt. Sie wissen ja, wir hatten, wie wir über die Stromleitung gesprochen haben, davon gesprochen, dass die Elektronen in den Metallen sich in den obersten Energielevels relativ frei bewegen können, die sogenannten Leitungselektronen, und dass die also dann den Strom in Metallen bewerkstelligen sozusagen. Aber andererseits haben wir auch davon gesprochen, es gibt eine gewisse Austrittsarbeit, dass solche Elektronen dann das Metall verlassen. Und wenn diese Austrittsarbeit nicht aufgewendet wird, dann bleiben die Elektronen in dem Metall. Denn sonst würden die ja alle rausspritzen und dann würde das Metall nicht mehr leitend sein. Also es muss ja einen Grund für die Elektronen geben, in dem Metall drinnen zu bleiben. Und wir haben dann auch unterschieden mit der Spannungsreihe, dass es Metalle gibt, bei denen diese Austrittsarbeit relativ hoch ist, das sind die edlen Metalle, die geben nichts her gern, und andere, wo diese Austrittsarbeit relativ niedrig ist, da ist dann relativ wenig Arbeit notwendig, um die Elektronen aus dem Verband des Metalls herauszuschießen sozusagen.
Naja, wie schießt man heraus? Das ist genau das, um was es jetzt gehen soll. Also edle Metalle, na, das ist ganz klar, das, was teuer ist, nicht? Gold und Platin, bei der Spannungsreihe auf der edlen Seite. Und die haben also dann hohe Austrittsarbeiten, da muss also große Energie aufgewendet werden, um diese Elektronen aus dem Verband herauszuschießen. Und unedle Metalle auf der anderen Seite, da ist zum Beispiel eines, das ziemlich weit auf der unedlen Seite steht, das Zink. Bei Zink zeigt sich, dass relativ geringe Austrittsarbeiten notwendig sind, dass solche Elektronen, auch Zink ist ein Metall, Zink ist auch ein Leiter, wenn auch nicht sonderlich guter Leiter. Zink braucht keine großen Austrittsarbeiten und Elektronen können den metallischen Verband verlassen. Aber dennoch ist es so, wenn man zum Beispiel eine Zinkplatte hernimmt und die dann elektrisch lädt, dass da nicht sofort alle Elektronen wegspritzen. Auch da ist es so, dass da doch eine entsprechende, ausreichende Austrittsarbeit vorhanden ist, dass die Elektronen so eine Zinkoberfläche verlassen können. Und da war also dann die Idee die, und das werden wir heute Ihnen experimentell vorführen, Gott sei Dank ein nicht besonders aufwendiges Experiment, nichtsdestoweniger aber ein sehr tiefgreifendes Experiment der Physik. Wir werden uns überlegen, wie könnte man, wenn man so eine Zinkplatte betrachtet, es bewirken, dass die Elektronen die Zinkplatte verlassen. Und eine Idee, die also auf Heinrich Hertz zurückgeht mit seinem Mitarbeiter Hallwachs, ich glaube, ich habe gesagt 1887, ich bin nicht so gut mit Jahreszahlen, 1887 war die, dass die eine Zinkplatte betrachtet haben und mit Licht angestrahlt haben. Und dann kann man sich ja überlegen, je intensiver dieses Licht wird, desto eher ist dann die Chance, dass einmal die Energie auf das Zink übertragen wird, sodass dann Elektronen die Zinkplatte verlassen. Also daher hat man gesucht nach einem photoelektrischen Effekt. Hertz. Hallwachs, 1887. Also Sie werden sich jetzt denken, mein Gott, das ist also eine alte Geschichte, was uns da erzählt. Aber überlegen Sie einmal, im Zuge der Weltgeschichte, und das sind weltgeschichtliche Ereignisse, was ist das schon? Das sind ein bisschen über 100 Jahre. Also das ist eigentlich fast Gegenwart sozusagen, wo wir also diese Erfahrungen erst gemacht haben. Das war immerhin doch lang nach Maxwell und nach Faraday. Also da waren schon große Erfahrungen vorhanden auf dem Gebiet der Elektrizitätslehre, experimentell, der geniale Experimentator Faraday, aber eben auch theoretisch die Maxwell'schen Gleichungen, die ja ein unglaubliches Gerüst für das Verständnis der elektromagnetischen Phänomene inklusive Wellen gegeben haben. Das alles war schon da. Und dann sind also diese Experimente gemacht und der Hertz hat vieles gemacht, deswegen hat man auch die Frequenzeinheit nach ihm benannt. Aber Hertz hat also zum Beispiel auch definitiv nachgewiesen, dass elektromagnetische Wellen, das Licht auch als wirklich als elektromagnetische Welle aufgefasst werden kann. Es war ja vorher nur so, dass alles halt darauf hingedeutet hat. Aber das alles Hindeuten ist das eine und dann wirklich Experimente machen, mit denen das explizit gezeigt wird, ist noch einmal was anderes. Also der Hertz hat also hier in vielen Bereichen bahnbrechend gewirkt. Naja, und was da gemacht wurde, ist an sich ganz einfach. Also ich weiß nicht, ob das jetzt genau der Aufbau ist, den der Hertz gemacht hat. Jetzt zeige ich Ihnen den Aufbau, den wir machen werden. Nicht? Wir betrachten da eine Zinkplatte, die ist isoliert aufgestellt auf einem Fuß
und auf dieser Zinkplatte befindet sich eine elektrische Ladung. Und da drinnen ist also Zink. Und an dieser Zinkplatte angeschlossen ist ein Elektrometer. Mit dem man die Größe dieser Ladung qualitativ zeigen kann. Und dann gegenüber haben wir eine so spiralenförmige Elektrode, die gegen Erde verbunden ist. Sodass sich also zwischen diesem Potential auf dieser Zinkplatte und diesem Erdpotential eine Differenz, eine elektrische Spannung ergibt. Und würden also da die Elektronen, die da drinnen sind, das ist negativ geladen, so einfach herausspringen können, dann würden die sofort auf diese gegenüberliegende Elektrode kommen und die Ladung würde zurückgehen, das sieht man an dem Elektrometer und aus. Ist aber nicht, wie Sie gleich sehen werden. Bleiben drauf, sind gefangen. Naja, und dann ist also die Überlegung, dass man also da von der anderen Seite mit einer Lichtquelle diese Platte beleuchtet durch diese Spirale da hindurch. Das kann man gut durchleuchten da. Und diese Lichtquelle ist verhältnismäßig intensiv. Was haben wir für eine Lichtquelle? Ist das eine Quecksilberdampf? Quecksilberdampflampe. Und mit der können wir auf diese Zinkplatte leuchten. Und damit also da nichts passiert, stellen wir da dazwischen zunächst einmal eine Glasplatte auf. Na bitte, wieder einmal. Das hat ja schon eine Tradition. Eine Glasplatte. Naja. Und ich glaube, das könnte man vielleicht einmal machen. Tut es auch. Also schauen Sie sich das hier konkret an. Das können wir uns natürlich auch mit der Kamera näher betrachten. Machen wir vielleicht ein bisschen finsterer, oder? Ja. Da befindet sich also hier diese Zinkplatte auf einem isolierten Fuß. Und die ist verbunden mit diesem Elektrometer und gegenwärtig zeigt es Null, ist also ungeladen. Dann gegenüber ist diese spiralenförmige Elektrode aufgebaut, die ist auf Erdpotential, die ist da angeschlossen mit der grünen Leitung, da noch hinten an die Erde. Dann haben wir da eine doch recht wuchtige Quecksilberdampflampe, die auf diese Zinkplatte dann gleich leuchten wird und dazwischen eine Glasplatte. Und jetzt hätte ich einmal sagen, schalten wir die Quecksilberdampflampe ein und laden wir die Zinkplatte auf. Da haben Sie ja schon gesehen, da können wir wieder unsere Katze da einsetzen, die seit Jahr und Tag immer mitarbeitet bei unseren Experimenten. Und Sie sehen, da haben wir schon eine ganz schöne Ladung jetzt aufgebracht auf diese Zinkplatte. Wunderbar. Ich glaube, mehr brauchen wir gar nicht. Sieht man den Ausschlag? Sieht man schon. Nun, jetzt schauen wir das einmal an. Der bleibt, wo er ist. Mag sich vielleicht ganz langsam reduzieren durch die Luftfeuchtigkeit, aber eigentlich finde ich das eh ganz toll, wie der konstant bleibt. Also die Elektronen hupfen nicht heraus. Trotzdem ist also zwischen der Zinkplatte, die da sicher auf etlichen Kilovolt jetzt ist, und dieser Spirale eine doch erhebliche Potentialdifferenz gibt. Und diese Quecksilberdampflampe, die leuchtet auch stark auf diese Zinkplatte drauf. Und ich
kann Ihnen sagen, es wurden natürlich mehrere Experimente gemacht, im Laufe der Zeit zu erwerten. Man kann die Intensität erhöhen, noch und noch. Diese blöden Elektronen kommen nicht heraus, selbst aus dem Zink nicht. Und jetzt macht man nichts anderes, als wir nehmen die Glasplatte weg. Und jetzt passen Sie auf. Schauen Sie auf das Elektrometer. Sehen Sie, was passiert? Verhältnismäßig schnell geht es weg. Und wenn wir es wieder dazwischen geben, bleibt es dort, wo es ist, wieder stehen. Und wenn wir es wieder wegnehmen, geht das weiter. Ein tolles Experiment. Herzlichen Dank, Herr Litschauer. Na, was sagen Sie zu sowas? Die Glasplatte ist dabei, müsste doch eigentlich sogar, Sie denken, die ändert ja nichts an der Sache, die ist ja durchsichtig, eine ganz normale Glasplatte. Mit der Glasplatte tut sich nichts. Und wenn man dann die Glasplatte wegnimmt, was die Intensität gar nicht wesentlich verändert, auf einmal geht die Ladung weg. Photoelektrischer Effekt. Jetzt springen die Elektronen heraus aus der Zinkoberfläche, laufen hinüber zu dieser geerdeten Metallspirale und die Zinkplatte entlädt sich. Ich glaube, Sie haben gesehen, das ist durchaus überzeugend. Zuerst bleibt das stabil und weg mit der Glasplatte und es entlädt sich. Wie ist das zu interpretieren? Und da hat also Einstein hat schon viel getan zur Entwicklung der modernen Physik. Auch wieder Einstein eine entscheidende Idee gehabt. Nämlich, es ist so, dass diese Glasplatte eine wichtige Eigenschaft hat. Sie ist weitgehend undurchlässig für ultraviolette Strahlung. Das sehen wir natürlich nicht, weil wir sehen keine ultraviolette Strahlung. Würden wir die sehen, dann täte man bemerken, dass also die Glasplatte was wegnimmt. Aber man hat natürlich Sensoren, um das zu überprüfen. Und Sie glauben mir das halt jetzt bitte, dass die Glasplatte hier die Eigenschaft hat, ultraviolette Strahlung weitgehend zu absorbieren. Das heißt, es ist nicht die Intensität des Lichtes, auf die es ankommt, weil das ist eh schon eine sehr intensive Strahlungsquelle, diese Quecksilberdampflampe. Und Experimente zeigen mit einer 10-mal so großen Intensität und auch der Glasplatte würde sich das auch nicht ändern. Also es ist nicht die Intensität, es ist die Frequenz. Weil eben die Ultraviolettstrahlung hat eine höhere Frequenz. Die Frequenz macht es, die dann dazu führt, dass man die Elektronen aus dem Verband dieser Zinkmaterials, des Zinkmetalls herausschlagen kann. Das entspricht aber überhaupt nicht unserer klassischen Erfahrung. Denn die Intensität des Lichtes ist die, worauf es ankommt, damit man dann also einen entsprechenden Strahlungsfluss weiterleiten kann. Und das hängt nicht jetzt primär von der Frequenz ab, sondern eben von der Energieflussdichte. Und da kommt es eben darauf an, wie groß die elektromagnetischen Felder sind bei dieser Lichtstrahlung. Also wie kann man das interpretieren? Es kommt nicht auf die Intensität an, es kommt auf die Frequenz an. Und wenn man sich das genau durchüberlegt, bleibt nur eine Möglichkeit. Das Licht muss in Quanten auf diese Zinkplatte auftreffen. Und die Energie jedes solchen Lichtquants muss dann nicht zusammenhängend sein mit der Intensität des Lichtes, sondern mit der Frequenz. Und die großartige Idee, die da daraus sich ergeben hat, aus dieser Überlegung ist, dass Einstein ...1905 die
Lichtquantenhypothese aufgestellt hat. Licht kann aufgefasst werden in Form von Teilchen, den Lichtteilchen, der Name wurde geboren, Photonen, mit Energie H mal nü. Wobei H eine Proportionalitätskonstante ist und nü die Frequenz des Lichtes. Das ist der entscheidende Punkt. Die Energie eines solchen Photons ist proportional zur Frequenz, denn dann versteht man dieses Experiment. Wenn man nämlich die Glasplatte wegnimmt, kommen auch höhere Frequenzen des Lichtes durch, UV-Licht, damit Photonen mit höherer Energie, und die können dann die Elektronen aus dem Zink herausschlagen. Aus dem Gold würden sie es noch nicht schaffen. Aber aus dem Zink, das unedlere Metall, mit dem geht das. Und das H hat sich dann aus den Experimenten gezeigt, und das macht die Geschichte umso spannender, ist nicht das Einsteinsche Quantum, sondern das einige Jahre vorher schon gefundene Planck'sche Wirkungsquantum. Ich habe den Wert für dieses Planck'sche Wirkungsquantum auch herausgeschrieben für Sie. Man schreibt es heute meistens in der Form H quer gleich H durch 2π, und das ist also schon eine kleine Größe für klassische Überlegungen. Es ist 1,05 mal 10 der minus 34. Joule Sekunden. Und diese Einheit Joule Sekunden ist die Einheit einer Wirkung, die also in dem Zusammenhang so definiert wird. Also Licht kann aufgefasst werden in Form von Teilchen, sogenannten Photonen. Naja, das wirft alles über den Haufen. Weil jetzt haben wir da zwei Jahrhunderte von optischen Betrachtungen und Interferenz- und Beugungsexperimenten, und man sieht also, es ist doch eindeutig, dass Licht Wellencharakter hat, und jetzt kommt da der Einstein daher und sagt, Licht kann als Teilchen aufgefasst werden. Wie ist das zu interpretieren? Naja, man hat natürlich dann versucht, das irgendwie auf die Reihe zu kriegen, indem man eben gesagt hat, es gibt halt hier einen Dualismus. Licht kann als Welle und Licht kann als Teilchen aufgefasst werden. Das ist natürlich eine sehr unbefriedigende Darstellung. Was soll also jetzt das sein? Was ist es denn wirklich? Das kratzt wieder an diesen philosophischen Wirklichkeitsbegriff, nicht? Was ist denn eigentlich die Wirklichkeit? Letztlich kommt es immer auf unsere Beobachtungen an. Und die Beobachtungen zeigen eben, dass ein derartiges Experiment, und es gab dann viele andere auch, eben nur mit Hilfe dieses Quantenaspektes des Lichtes beschrieben werden kann. Also das ist sozusagen der Ausgangspunkt der sogenannten Quantenoptik, wo das Licht aufgefasst wird durch Lichtquanten, sogenannte Photonen. Vielleicht sollte ich, bevor ich jetzt fortschreite, noch hier zu dem Experiment als Ergebnis dazu schreiben, dass man also gefunden hat, Resultat, und das jetzt
dann quantitativ. Das war ein qualitatives Experiment. Aber man kann dann auch quantitativ vorgehen und sich anschauen, wie groß sind denn die Energien von diesen austretenden Elektronen. Und da zeigt sich also, die Elektronenenergie der Elektronen, die hier herausgeschlagen werden, wenn das Licht auf diese Zinkoberfläche trifft, diese Elektronenenergie E, die W für Work schreibe ich auf, ist also gleich H nü minus eine entsprechende Austrittsarbeit W0. Also die Energie W, Work, die Elektronen haben, wenn sie austreten aus dem Zink, ist gleich dem H nü, der Energie der Photonen, minus der Austrittsarbeit. Und solange dieses H nü zu klein ist und das W0 die Austrittsarbeit nicht übertreffen kann, dann treten auch keine Elektronen aus. Nur wenn die Frequenz nü groß genug wird, also weg mit der Glasplatte, UV kommt durch, höhere Frequenz, höheres H nü, so dass das H nü größer wird als die Austrittsarbeit W0, dann bleibt eine positive Energie für die austretenden Elektronen, dann treten sie wirklich aus. Das ist der entscheidende Punkt. Für diese einfache Gleichung, für diese Idee im Wesentlichen, hat Einstein den Nobelpreis bekommen. Für die Relativitätsmechanik nicht. Die war den Leuten noch zu suspekt. Darauf hat sich das Nobelkomitee nicht durchringen können. Und man weiß eigentlich bis heute nicht, warum Einstein nicht noch einen zweiten Nobelpreis gekriegt hat. Weil natürlich wäre die Einführung der Relativitätsmechanik auch nobelpreiswürdig gewesen. Aber scheinbar hat sich dann niemand gefunden, der das rechtzeitig vorgeschlagen hat und dann war es nichts. Es ist immer notwendig, dass auch jemand da ist, der so etwas befördert. Man kann ja nicht selber hingehen und sagen, hier bin ich, gebt mir den Nobelpreis. Sondern es muss ja letzten Endes eine entsprechend starke Strömung da sein in der Wissenschaft, das zu unterstützen. Und das war also offenbar nicht der Fall. Obwohl es andere Leute geben, gibt, die haben zweimal den Physik-Nobelpreis bekommen. Das ist ja schon was Seltenes, nicht? Aber es kommt schon vor, nicht? Der Bardeen zum Beispiel, einmal für die Supraleitung und einmal für den Transistor. Ein und dasselbe. Das ist schon was. Und aber beim Einstein hat sich das so nicht ergeben. Und für den Fotoeffekt, für die Interpretation des Fotoeffekts hat Einstein den Nobelpreis bekommen. Also Sie sehen jetzt, wir haben hier die Interpretation. Das Licht in Form von Teilchen aufgefasst werden kann. Naja, und da haben wir jetzt schon gesehen, entsprechend diesem Ansatz, Teilchen des Lichtes, dass die Energie eines solchen Lichtteilchens, eines Photons, gleich ist H mal nü, oder wir können auch schreiben H quer mal Omega. Weil Omega ist 2 Pi nü, nü ist Omega durch 2 Pi. Also wenn wir da statt nü Omega durch 2 Pi herschreiben, dann müssen wir schreiben H quer gleich H durch 2 Pi mal Omega, ist also derselbe Ausdruck. Und weil man es jetzt meistens mit Omega und nicht mit nü schreibt, tritt dann dieses reduzierte Wirkungsquantum auf. Wenn das aber Teilchen sind, diese Photonen,
und man das ernst nimmt, dass es also nicht nur so eine Spintisiererei ist, sondern wirklich Teilchen, dann müsste man auch davon ausgehen können, dass diese Teilchen einen Impuls aufweisen. Nun, da können wir natürlich schauen, Berechnung des Impulses. Wie wir da vorgehen können und benutzen, weil es sich ja um sehr schnelle Teilchen handelt. Sie sind ja offenbar mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs, weil Licht ist ja eben, natürlich, wer hat Lichtgeschwindigkeit? Das Licht. Daher müssen sich die Photonen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Da werden Sie natürlich jetzt schon als erfahrene Relativistiker sagen, das gibt es ja gar nicht. Ganze Zeit erzählt er uns, dass sich kein massives Teilchen mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten kann, weil ja doch bei Herannahen an die Lichtgeschwindigkeit die dynamische Masse über alle Grenzen wächst. Die Ruhmasse dividiert durch Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat. Sie können sich noch erinnern. Und wenn das v gegen c geht, geht die Wurzel gegen 0 und wie klein die Ruhmasse auch ist, das wird über alle Grenzen wachsen. Es gibt nur eine Möglichkeit. Fällt es Ihnen ein? Was könnte denn sein? Lauter. Die Ruhmasse müsste gleich 0 sein. Dann geht das. Denn dann kriegt man so im Grenzübergang so einen Grenzübergang 0 durch 0 und das kann dann irgendwas sein. Also kann man schon davon ausgehen, dass die Ruhmasse dieser Photonen gleich 0 sein wird. Aber keine Sorge, sie ruhen ja nie. Sie sind ja immer mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Das Licht bleibt ja nicht stehen. Und daher hat man keine Photonen, die man wo ins Glasl gibt und so, da haben wir jetzt 10 Kilo Photonen oder sowas drinnen. Das spielt es ja nicht. Sie sind ja immer mit Lichtgeschwindigkeit unterwegs und haben dann eine entsprechende Energie, die durch diesen Ausdruck gegeben ist. Und dann auch, weil Energie und Masse miteinander zusammenhängen, auch eine entsprechende Masse. Wir können also schreiben, E ist gleich m mal c Quadrat. Wobei c also die Vakuumlichtgeschwindigkeit jetzt ist. Diese Energie muss also über diese wichtige Beziehung der speziellen Relativitätsmechanik mit der Masse zusammenhängen. Andererseits haben wir aber auch einen Ausdruck für den Impuls m mal v. Und daher können wir, wenn wir diese beiden Gleichungen zusammen verbinden, uns auch ausrechnen, dass E durch P gleich sein muss C Quadrat durch V. Naja, aber jetzt haben wir es ja mit Photonen zu tun. Und bei Photonen ist das V gleich C. Und daraus ergibt sich, dass das E durch P für die Photonen gleich C Quadrat durch C, also einfach C ist. Und da sehen Sie schon den Zusammenhang zwischen der Energie und dem Impuls. Die Energie steht schon da. Nur den Impuls kriegen wir damit natürlich sofort heraus. Der Impuls ist daher E durch C. Und das kann man sich natürlich jetzt sofort ausrechnen. Denn damit erhalten wir, dass der Impuls eines Photons gegeben ist als E ist H nü, H nü durch C, E durch C. Nun, dieses H nü durch C ist auch gleich H nü durch C, die Ausbreitungsgeschwindigkeit, die Phasengeschwindigkeit ist doch, das wissen wir schon lange, gleich Lambda mal nü. Lambda mal nü ist die Phasengeschwindigkeit. Das ist Ihnen seit langem bekannt. Ein Problem damit? Nein. Na schauen Sie,
Da geht aber das Nü weg und es bleibt stehen H durch Lambda. Naja, und das Lambda ist aber wieder 2Pi durch K. Lambda ist gleich 2Pi durch K. K ist die Wellenzahl. Jetzt müssen wir halt wieder ein paar von unseren Goodies zusammensammeln, die sich im Laufe dieses ersten Studienjahres ergeben hat. Diese Dinge haben wir schon im Wintersemester, so ein bisschen vor Weihnachten, als Weihnachtsgeschenk sozusagen, besprochen. Also wie bei den Wellen, die Wellenlänge mit der Wellenzahl zusammenhängt. Und wenn man das benutzt, dass also das Lambda gleich 2Pi durch K ist, dann kriegen wir auch heraus, dass P ist also H durch Lambda und das ist, also schreiben wir nochmal H durch Lambda und das ist daher gleich H mal K durch 2Pi. Naja, und H durch 2Pi ist aber H quer und zwar haben wir hier H quer mal K. Und Sie sehen, wir haben E ist H quer mal Omega, P ist H quer mal K. So einfach und übersichtlich ist das. Nur versteht man es noch nicht. Das ist ja das große Problem bei der Quantenmechanik. Die Dinge sind oft gar nicht so kompliziert, obwohl Quantenmechanik hat schon ihre lästigen Aspekte, was also die formale Beschreibung betrifft. Aber damit kann man fertig werden. Aber wesentlich ist das physikalische Verständnis. Und damit kämpfen die Physiker, also wir alle, immer noch. Aber ein paar Dinge haben wir schon so weit im Griff, dass man da jetzt schon noch was dazu sagen kann. Also, wir haben beim Licht einen Wellenaspekt, über den brauche ich nicht mehr reden. Den haben wir des Langen und Breiten besprochen und Sie fühlen sich damit wohl, nehme ich an. Aber jetzt haben wir dazu einen Teilchenaspekt. Das Licht wird aufgefasst in Form von Teilchen mit Energie E gleich H quer Omega. Omega ist also eine typische Lichtwellengröße und P gleich H quer K. K ist ebenso über die Verbindung mit der Wellenlänge natürlich eine ganz einfache Größe. Nicht? Wenn Sie die Lichtwellenlänge haben, dann haben Sie die Wellenzahl ja auch. Nicht? Das ist ja nur im Wesentlichen der Reziprokwert. Und man kommt damit H quer K. Wie soll man das verstehen? Insbesondere, wenn man jetzt überlegt, dass es eben die Interferenzversuche gibt. Gerade in den letzten 2 Stunden, deswegen haben wir das jetzt am Schluss gemacht, haben wir Ihnen ja wirklich sehr anschaulich demonstrieren können, dass Licht Interferenzeigenschaften zeigt. Wie soll das mit diesen komischen Teilchen jetzt gehen? Jetzt fliegen da doch nur Teilchen herum, was interferiert dann? Und da zeigt sich, dass dieser Welle Teilchen Dualismus dass der aufgrund experimenteller Beobachtungen, die ich Ihnen jetzt aber anhand von Zeichnungen da zeigen möchte, verstanden werden kann. Gehen wir davon aus, wir erzeugen etwa durch ein Gitter oder durch einen Doppelspalt, der ist in der Quantenmechanik besonders wichtig, da immer die Frage ist, geht das Teilchen jetzt durch den einen Spalt oder geht es durch den anderen Spalt? Das kann doch nicht durch beide Spalten gehen. Wenn es aber nur durch einen Spalt geht, woher weiß es dann, dass es den anderen Spalt gibt? Wie kann es dann interferieren, wo es doch ein Teilchen ist? Das ist eine komische Geschichte. Nicht? Und wenn wir jetzt da das Ergebnis eines Interferenzversuches in der Optik hernimmt, das ist also harmlose klassische Physik. Da braucht man sich noch gar nichts Besonderes dabei denken. Und wir betrachten das in der Weise, dass wir eine verhältnismäßig kleine Lichtintensität betrachten. Das heißt, in unserem Teilchenbild
nur relativ wenig Photonen pro Sekunde, die da so durchkommen. So ein leichter, kleiner Photon. Jetzt nicht lang wartet und hinter dem Doppelspalt eine fotoempfindliche Schicht an Film aufstellt, dann sieht man, da kommt nur so ein Sternenhimmel mit einzelnen Punkteln heraus. Na, das ist noch nichts Besonderes. Da treffen halt die verschiedenen Photonen einzeln auf. Ich glaube, man sieht diese Punkteln dort. Ne? Wenn man aber etwas länger wartet, dann kommt man hierher. Und dann beginnen sich, oh Wunder, diese Teilchen zu häufen. Es sind weiterhin Teilchen, die da auffallen. Aber mit mehr und mehr Teilchen setzt sich die Statistik durch. Das ist wie beim Würfeln. Wenn es 5-mal würfeln, kommt irgendwas raus. Wenn es 6.000-mal würfeln und das auszählen, kommen sie fast genau drauf, dass sie 1.000-mal den Einser, 1.000-mal den Zwarer und so weiter bis zum Sechser gewürfelt haben. Sie wissen nicht, wann er sein wird. Aber in Summe kommt es so heraus. Sie wissen auch hier nach wie vor nicht, wo das nächste Photon hinkommen wird. Aber wenn genug Photonen sind, dann stellt sich heraus, es beginnt eine signifikante Statistik sichtbar zu werden. Und man sieht dann, ein Interferenzmuster beginnt zu entstehen. Und wenn man das weiter fortsetzt, wird das immer deutlicher und letztendlich kriegen sie also das, was man in der klassischen Optik kennt, da sind so viele Photonen, dass man dieses einzelne quantenhafte Hereintröpfeln der Photonen nicht mehr bemerkt und dann haben sie das Muster, das Interferenzmuster. Das ist die Art und Weise, wie man jedenfalls aus heutiger Sicht, und das muss noch nicht das Ende sein, also die Physik ist nach wie vor im Entwicklungszustand und Sie kommen also mit Ihrer jetzigen Entscheidung, Physik zu machen, in eine sehr spannende Phase hinein, also bleiben Sie dabei. Tun Sie nur weiter mit Ihrem Studium, Sie werden sehen, Sie können interessante Dinge kennenlernen. Stürmisch ist die Physik wahrscheinlich noch nie unterwegs gewesen wie heute. Also kommen Sie da dann auf dieses klassische Muster. Übrigens, das wird Sie vielleicht auch interessieren, wenn Sie in der Nacht den Sternenhimmel betrachten. Na, da sieht man, wenn es nicht, man keine Wolken, nicht? Sonst sind ja keine Sterne. Und da sehen Sie also dann da oben die Sterne, starke und weniger starke. Na, da werden Sie sich vielleicht denken, wenn das jetzt lauter Photonen sind, dann müsste da das Licht eigentlich heruntertröpfeln. Dann müsste man dann einmal von einem Stern, da blitzt er auf, dann ist er weg, dann blitzt er wieder auf und ist weg. Es zeigt sich, die Empfindlichkeit unserer Augen hat sich so optimiert, dass wir das gerade nicht mehr sehen. Würden wir 10-mal so empfindliche Augen haben, würden wir von den schwachen Sternen die Photonen statistisch einzeln heruntertröpfeln sehen. Aber offensichtlich war das für unseren evolutionären Erfolg eher hinderlich und deswegen, also nicht nur gerade mit den Sternen, aber wenn ein Feind da daherkommt und da tröpfeln einem so die Photonen entgegen, dann ist das wahrscheinlich nicht besonders nützlich. Es ist besser, man sieht das erst, wenn also das schon so deutlich ist, dass dieses quantenhafte Rauschen nicht mehr vorhanden ist. Also egal, das ist eine andere Kaffee. Aber jedenfalls, unsere Augen erlauben es gerade nicht mehr, dass man dieses Tröpfeln erkennen kann, aber mit empfindlicheren Messmethoden. Es gibt natürlich sehr empfindliche Geräte, wie zum Beispiel Photomultiplier, mit denen man also das einzelne Antreffen einzelner Photonen sichtbar machen kann und zählbar machen kann. Die können natürlich das nachweisen, dass von schwachen Sternen das Licht so statistisch heruntertröpfelt. Und so wie bei einem Geigerzähler, ne, das knackst dann irgendwie so, wenn das halt so die Photonen herunterkommen. Sie sehen immer mehr und mehr, dass also auf die Art und Weise das Licht ganz konkrete Teilcheneigenschaften aufweist. Und die Sache mit den Lichtwellen ist jetzt so aufzufassen, dass die Lichtwellen dann im Wesentlichen es ermöglichen, die Wahrscheinlichkeit,
oder genau genommen die Wahrscheinlichkeitsdichte für das Auftreten eines Photons an einer bestimmten Stelle im Raum festzulegen. Also die Lichtwellen, die geben an die Wahrscheinlichkeitsdichte, genau genommen wieder das Absolutquadrat. Ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, dafür ist die Stunde zu kurz. Aber jedenfalls die Lichtwellen sind die, die also die Wahrscheinlichkeiten zu ermitteln gestatten, dass man wo gewissen Stellen oder Volumenselementen Photonen antrifft. Und das kann man an dieser Darstellung, glaube ich, sehr schön sich überlegen. Naja, und dann natürlich hat man auch zu überlegen begonnen, wie es halt so oft in der Physik nützlich ist. Was ist jetzt eigentlich mit den Teilchen? Wenn jetzt die Wellen einen Teilchencharakter haben, haben dann nicht vielleicht auch die Teilchen einen Wellencharakter? Und das Ganze könnte einheitlich zusammengefasst werden. Solche Ideen sind immer gut. Manchmal sind sie falsch, aber es ist immer gut, das zu verfolgen, weil in vielen Fällen kommt was Nützliches heraus. Und so war es auch hier. Und man hat also dann zeigen können, das ist ein bisschen später passiert. Und zwar ist das passiert im Jahr 1927. Da hat Davison und Germer, die berühmten Interferenzversuche mit Elektronenstrahlen gemacht. Das ist natürlich nicht ganz trivial, weil so ein Elektronenstrahl, das kann man sich da dann genau überlegen, der hat dann natürlich eine entsprechend kleine Wellenlänge. Man kann ja das in der anderen Richtung aufzäumen. Sie können jetzt von den Teilchen ausgehen. Die haben eine Energie und die haben einen Impuls. Und jetzt können Sie sich dann mit der Beziehung P ist H durch Lambda, das tue ich vielleicht auch noch einkasteln, so wie wir da haben, E ist H mal Nü, ist das P ist H durch Lambda oder H quer K und H quer Omega, kann man natürlich mit H durch Lambda sich dann die Wellenlänge ausrechnen, wenn man den Impuls kennt. Und diese Wellenlänge für Elektronen eines bestimmten Impulses, die ist dann schon sehr klein. Und wenn man dann, da kann man nicht mit einer optischen Gitter irgendwas machen, da war dann die Idee, ein Kristallgitter zu verwenden, wo natürlich dann die Gitterstäbe einzelne Lagen in einer kristallinen Struktur sind. Die Details weiß ich jetzt nicht auswendig. Aber jedenfalls, sie haben also versucht anzuschauen, was passiert, wenn ein möglichst wohldefinierter Elektronenstrahl durch einen Kristall hindurchtritt. Und da passiert spannenderweise ganz was Analoges. Wo habe ich denn jetzt diese entsprechende? Achso, ich habe es da schon hergekriegt, deswegen finde ich es jetzt nicht. Für Elektronen passiert was ganz Ähnliches. Zunächst einmal kommen da ein paar einzelne Elektronen daher, so wie bei den Photonen. Jeder Mensch würde das als sinnvoll ansehen. Aber auch wieder, wenn sie lang genug warten, beginnen sich die anzuordnen. Und sie kriegen auch hier ein entsprechendes Beugungsmuster. Und jetzt wird das noch übersichtlicher. Das geht auch in der anderen Richtung. Und das ist also der, ich glaube, die haben auch den Nobelpreis dafür gekriegt. Das war High Noon damals, was sich da passiert ist in der Physik. Nicht? Wirklich, da hat man so ins Volle schlagen können. Und da kommt man also hier ebenfalls auf ein Beugungsmuster. Es ist also nicht nur so, dass man das Licht als Teilchen auffassen kann, sondern es ist so, dass man Teilchen, von denen man schon gewusst hat, also irgendwie aus der Beobachtung, das sind halt wirklich, wirklich Teilchen, die haben auch Welleneigenschaften. Also seien Sie vorsichtig mit dem Begriff Wirklichkeit. Es ist in der Physik sinnvoller, von Beobachtungen zu sprechen.
Die Wirklichkeit, die für uns wichtig ist, sind die Ergebnisse von gut definierten Experimenten. Das ist die einzige Basis. Und Wirklichkeit im Sinne eines Dings an sich, das ist was für Philosophen. Nichts gegen Philosophen, aber in der Physik müssen wir uns möglichst, so wie in jeder Naturwissenschaft, meine ich, die Fakten halten und da haben wir der Philosoph wird jetzt kommen und sagen, was ist ein Faktum? Also wollen wir nicht zu sehr nachdenken, sonst man soll es auch nicht übertreiben. Ne? Aber wenn man also definierte Experimente durchführt, zum Beispiel sowas, dann möchte man die halt interpretieren können. Und das ist eben der entscheidende Punkt, dass das eben mit Hilfe dieses Welle-Teilchen-Dualismus funktioniert. Und so ergibt sich jetzt aufgrund dieser Überlegungen und auch schon vorher aufgrund von grundsätzlichen theoretischen Ansätzen, dass man zu den Teilchen nach de Broglie die de Broglie-Wellen einführt. Zu Teilchen zugehörig oder ihnen entsprechend sind die de Broglie-Wellen. Oder wie man sie oft nennt, die Materiewellen. Naja, und das ist sehr einfach, denn wenn man bei dem Teilchen den Impuls kennt, dann kriegt man damit sofort die Wellenlänge, die de Broglie-Wellenlänge. Naja, und das können wir uns da oben ausrechnen. Die Wellenlänge ist also Lambda gleich H durch P oder H durch MV, weil P ist ja immer V. Also ganz was Einfaches. Die de Broglie-Wellenlänge ist nichts Ausgefallenes, Schwieriges. Das ist einfach H durch MV, aufgrund dieser einfachen Beziehungen, die ich da aufgeschrieben habe. Jetzt ist aber die Frage natürlich, was bedeutet das? Na, das M, da muss man zum Beispiel die Elektronenmasse nehmen. Das ist schon nicht besonders viel. Das ist ein 1836. sowas der Protonenmasse. Das ist schon wenig. Dann sind die meistens auch relativ schnell unterwegs. Also, und es steht da oben das H. Nun, dieses H, das ist also H durch 2P ist 10 der minus 34. mal der SI-Einheit. Na, damit ergibt sich, dass man schon für Elektronen, aber noch mehr für makroskopische Teilchen, extrem kleine Wellenlängen erhält. Also, makroskopische Teilchen, dann nehme ich eins an, 1 Gramm soll es schwer sein, eine Masse von 1 Gramm haben, und es soll sich mit 1 Zentimeter pro Sekunde bewegen. Also das, was man sich gut vorstellen kann. Nicht? Und da kommt dann heraus, für dieses Teilchen mit einer Masse von 1 Gramm und einer Geschwindigkeit von 1 Zentimeter pro Sekunde wird dieses Lambda gleich 10 der minus 26. Zentimeter oder 10 der minus 28. Meter. Ja, das ist hoffnungslos. Sowas können Sie nicht beobachten. Und deswegen sieht man bei diesem Teilchen auch nichts. Das heißt, man sieht es als Teilchen, aber man interferiert nicht. Wenn das jetzt wo durch irgendeinen Doppelspalt durchgeht, ja, der müsste ja solche Dimensionen haben, damit das wird eben nichts. Und deswegen hat man das die längste Zeit auch nicht feststellen können. Weil für makroskopische Teilchen ist dieser Wellenaspekt praktisch unsichtbar. Aber natürlich, de Broglie hat diesen Wellenaspekt dann benutzt, um zu zeigen, dass man damit die Quantenhaftigkeit der Energieniveaus bei den Elektronen in der Elektronenhülle eines Atoms feststellen kann. De Broglie hat also gezeigt, dass man in einfacher Weise vorgehen kann,
in einer modellhaften Untersuchung, um zu erklären, wodurch es zu der Quantisierung der Energie der Hüllenelektronen in Atomen kommt. Dass es da eine Quantisierung gibt, das weiß man schon lang. Denn Sie werden sicher wissen, das hatten wir in unserer Vorlesung nicht im Einzelnen besprochen, dass es Spektren gibt von verschiedenen Materialien, wo dann, wenn man zum Beispiel Natrium hernimmt und das in eine Flamme hält, dann hat das eine ganz genau definierte gelbe Farbe. Da kommt eine sehr genau definierte Frequenz heraus. Und nachdem wir jetzt wissen, dass Energie und Frequenz hier unmittelbar miteinander zusammenhängen, werden das Photonen mit genau definierter Frequenz sein. Das heißt, da muss in dem Atom was passieren, wo eine genau definierte Frequenz Energie frei wird. Und das bedeutet, die Atome und vor allem die Hüllen, von wo das ausgeht, müssen quantisierte Energien haben. Das hat man die längste Zeit natürlich nicht verstanden. Und die Idee von de Broglie war, dass er gesagt hat, dann nehmen wir an, da unten ist, da in der Mitte ist der Atomkern und da laufen so de Broglie-Wellen rundherum und das ist jetzt nicht schön gezeichnet. Das sollte das so schön rundherum herumgehen. Nicht? Und wenn sich das jeweils ausgeht mit einer bestimmten Anzahl von Wellenlängen, wenn sich das wieder zusammenfügt, dann kriegt man einen bestimmten Zustand, der sich einstellen kann, heraus. Aber nicht alle gehen. Es gehen nur solche, wo sich bestimmte Anzahlen von Wellenlängen ausgehen. Daraus ergibt sich dann, dass nur bestimmte Frequenzen und Wellenlängen möglich sind. Und mit bestimmten Frequenzen haben Sie auch wieder nur bestimmte diskrete Energien. Also diese Überlegung mit den de Broglie-Wellen führt zu, als Resultat oder Folgerung, diskrete Elektronenenergien in der Atomhülle. Aber so wollte man das auch nicht glauben. Und daher war wieder ein ganz wichtiges Experiment notwendig. Und zwar der sogenannte Frank-Hertz-Versuch aus 1914. Und den können wir Ihnen auch zeigen. Frank-Hertz 1914. Da geht es darum, dass man im Wesentlichen eine Art Elektronenröhre verwendet. Da ist eine Glühkathode, da ist eine Anode und die wird da natürlich betrieben, diese Glühkathode. Und dann hat man da hier eine Strommessung, wenn man da dazwischen eine Spannung anlegt. In dieser Röhre drinnen ist im Wesentlichen Vakuum und ein kleines Gefäß mit Quecksilber, sodass sich Quecksilberdampf in geringer Konzentration da drinnen ausbreitet in dieser Röhre. Und wenn da jetzt die Elektronen von der Glühkathode Anode hinbewegen, minus, plus, dann werden diese Elektronen auf ihrem Weg immer wieder, das sind also da so Elektronen, mit einzelnen Quecksilberatomen zusammenstoßen. Aber solange die Elektronen nicht eine genügend große Energie haben,
um eine solche diskrete Energiedifferenz in der Elektronenhülle des Atoms von dem Quecksilber zu überschreiten, können sie ihre Energie nicht abgeben und werden daher nur elastisch stoßen und weiterfliegen. Aber werden natürlich in dem elektrischen Feld eine immer größere und größere kinetische Energie erreichen. Und wenn sie dann eine genügend große Energie erreichen, um einen Energieübergang in dieser Elektronenhülle der Quecksilberatome zu bewirken, dann kriegen wir einen inelastischen Stoß, die Elektronen verlieren ihre ganze Energie, bleiben stehen und die Energie ist auf den Quecksilberatomen. Das bleibt aber nicht lang, weil die angeregten Hüllenelektronen fallen wieder zurück und senden dabei ein Photon aus. Das sehen wir bei dem Experiment gar nicht, weil das ist in einem Ofen drinnen, weil sonst verdampft uns ja dieses Quecksilber da nicht. Und dann, wenn das Elektron jetzt inelastisch gestoßen hat, ist es stehen geblieben und wird wieder neu beschleunigt. Das heißt, solange man hier eine kleine Spannung anlegt, wird sich zeigen, dass der Strom immer größer wird, wenn man die Spannung erhöht. Wenn man aber dann eine solche Spannung erreicht, wo die Elektronen, bevor sie die Anode erreichen, inelastisch schon mit einem Quecksilberatom stoßen können, dann bleiben sie stehen und der Strom geht zurück. Nur wenn sie dann weiter die Spannung erhöhen, wird der Strom wieder zunehmen, bis dann die das erste Mal hier inelastisch und dann ein zweites Mal inelastisch stoßen. Dann geht der Strom wieder zurück. Man wird also, was klassisch überhaupt nicht verständlich ist, erwarten können, dass ein Auf und Ab des Stromes passiert bei Erhöhung der Spannung. Und das, Herr Litschauer, schauen wir uns bitte an. Da in diesem, das ist halt jetzt ein Blackbox-Experiment, da muss ich mich entschuldigen. Das ist halt, je näher man zu den moderneren Experimenten kommt, desto weniger sieht man wirklich. Also ich sehe es da hinten drin, aber auch nur schwach. Da ist also diese Elektronenröhre und da messen wir jetzt den Strom und werden diesen Strom jetzt auf dem Schirm dieses digitalen Transientenrekorders dann anschauen können. Und da sehen Sie jetzt, wenn man die Spannung durchsweept, sozusagen, wenn ich mir gestatte, diesen Anglismus zu verwenden, ständig hinauflaufen lässt und wieder von unten anfängt in lauter solchen einzelnen Sweeps, dann sehen Sie auf der Ordinate den Strom aufgetragen. Und Sie sehen, das geht nicht einfach glatt hinauf, das geht durch solche Maxima und Minima hindurch. Und das kann nur dadurch erklärt werden, dass bei gewissen Spannungen die Elektronen eine genügend große Energie erhalten haben, um diese Quecksilberatome anzuregen. Dann verlieren sie ihre ganze Energie und müssen erst wieder neu beschleunigen. Der Strom geht zurück. Wenn die Spannung weiter steigt, geht der Strom wieder hinauf, bis das nächste Mal das Elektron schon in der Mitte die Energie hat, um die Quecksilberatome anzuregen. Dann bleiben stehen, dann fangen sie aber wieder an. Und dann, dass es sich ein zweites Mal ausgeht, dann gibt es wieder ein Minimum. Und das geht ein paar Mal so. Es wird Sie vielleicht daran interessieren, dass wir bei dem Experiment zur Stromleitung in Gasen, wo wir so schön finster gemacht haben und diese Röhre gehabt haben, da haben wir auch so eine Schichtung drinnen gesehen. Das ist ein ähnlicher Effekt, dass die Elektronen jeweils eine gewisse Strecke zurücklegen können, dann regen sie wieder Atome an. In dem Fall haben wir dann den Lichteffekt gesehen, weil nach der Anregung fallen die Elektronen, wie gesagt, wieder zurück und strahlen ein Photon aus. Und auch dort habe ich Sie schon darauf hingewiesen, dass diese Schichtung ein ganz offensichtlicher Quanteneffekt ist. Also mit einem solchen Experiment kann man eindeutig zeigen, auch die Energien in der Hüllenelektronen eines
Atoms quantisiert sind und nicht in beliebigen Größen auftreten, was man mit Hilfe dieser de Broglie-Wellen auch erklären kann. Vielen Dank, Herr Litschauer. Super Experiment. Aber jetzt ist das natürlich ein bisschen was Stümperhaftes. Also nicht der de Broglie war ein Stümper. Aber diese Darstellung mit diesen Wählern da rundherum, das ist eigentlich nicht das Wahre. Das ist so, wie wenn Sie also die Schwingungsvorgänge einer Trommelmembran irgendwie nur mit so ganz einfachen Wellen darstellen möchten. So einfach ist das nicht. Wie würden Sie denn vorgehen, um konkret tatsächlich bei gegebenen Anfangs- und Randbedingungen für so eine Trommelmembran die Schwingungen, die sich da, diese Eigenschwingungen, die sich da bilden, auszurechnen? Na, durch Lösung der Wellengleichung. Denn das ist ja das Schöne. Wir haben ja dieses tolle mathematische Werkzeug, dass wir also uns die konkreten quantitativen Gegebenheiten durch Lösungen der entsprechenden, meist partiellen Differentialgleichungen ermitteln können. Und da wäre es natürlich jetzt gut, wenn man das hier auch könnte. Da braucht man aber eine Wellengleichung für diese Materiewellen. Nicht? Weil zunächst haben wir ja diesen Welle-Teilchen-Dualismus gehabt, also den Lichtwellen entsprechen Teilchen und dann den Teilchen entsprechen wieder Wellen. Das müssen aber nicht unbedingt Lichtwellen sein, weil die Lichtteilchen, die Photonen, haben ja Ruhmasse 0, aber die Elektronen haben nicht Ruhmasse 0. Die haben eine richtige Masse, die kann man auch ausrechnen aufgrund ihres Verhaltens in elektrischen und magnetischen Feldern, das E durch M, das haben wir sogar einmal in der Vorlesung besprochen, wie man sowas macht. Also werden das andersartige Wellen sein. Und da war damals also eine ziemliche Hektik, wer da als Erster wirklich mit was herauskommt. Und der, der das Rennen gemacht hat, hat wieder was mit Wien zu tun. Der Erwin Schrödinger. Der hat nämlich eine Wellengleichung, eine nicht-relativistische Wellengleichung für massive Teilchen aufgestellt. Die sogenannte Schrödinger-Gleichung. Ich weiß nicht, ob ich mir da ein Jahr dazu geschrieben habe. Das war, glaube ich, 1928. Ein Jahr nach Davison und Germer, so viel ich weiß. Nein, 1926. Stellen Sie sich das vor. 1926. Da hat man sich schon ganz konkret mit diesen Materiewellen auseinanderzusetzen begonnen. Aber deswegen war das damals nur die Quantentheorie. Aber mit Germer hat man dann gezeigt, das hat wirklich was auf sich. Und deswegen, das haben wir schon einmal diskutiert in der Vorlesung, bin ich also sehr dafür, nicht von Relativitätstheorie und Quantentheorie zu sprechen, sondern von Relativitätsmechanik und von Quantenmechanik und von Quantenelektrodynamik und so weiter. Weil das sind nicht irgendwelche theoretischen Konstrukte und Fantasien, sondern das sind wohlfundierte Theorien, genauso wie Mechanik und Thermodynamik und Elektrodynamik. Also das ist ja völlig falsch, die so in das absurde Theoretiker-Eck zu schieben. Das stimmt einfach nicht. Das hat man natürlich am Anfang geglaubt, weil das hat ja denen Leuten keiner geglaubt am Anfang. Aber jetzt sind wir schon weit genug weg, dass man also sieht, das hat wirklich was auf sich. Damit muss man sich beschäftigen. Also Schrödinger-Gleichung 1926 und ich schreibe sie Ihnen heute auf. Sie brauchen es nicht, sich zu merken. Jetzt, später schon. Minus h quer Quadrat durch 2m mal dem Laplace-Operator einer Größe Psi, das ist diese wellenhafte Auslenkung Psi, plus ein Potential V, mal dieses Psi, ist dann gleich IH quer d Psi nach dt. Das ist im Wesentlichen die Wellengleichung für die Materiewellen. Wenn das Teilchen die Masse m hat, sich in einem Potential v befindet, dann ist das die zugehörige Wellengleichung.
Und damit kann man dann nicht nur da so Wählern aufzeichnen, sondern wirklich diese Wellenfunktion der Umgebung von Atomkernen sich ausrechnen. Und da kriegt man also wirklich Funktionen heraus, die so dreidimensional sind und die halt so zeigen, die verschiedenen Arten, die man da erhält. Ich zeige Ihnen ein paar einfache. Eines wasserstoffähnlichen Atoms, das innerste Niveau 1s, das sind so dichte Funktionen, dreidimensional gedacht. Dann die 2s-Funktion, das nächste Energielevel dieses wasserstoffartigen Atoms. Dann gibt es da eine 2p-Wellenfunktion, da spielen dann auch andere Drehimpulse und Spins eine Rolle. Das erzähle ich Ihnen jetzt nicht weiter. Jedenfalls, man kriegt auf diese Art und Weise nicht nur solche Wellen, sondern man kriegt quantitativ Wellenfunktionen. Und wesentlich ist, dass diese Wellenfunktionen, die man da für die Moleküle und Atome bekommt, stationäre Wellenfunktionen sind. Das Bild, dass da Elektronen um den Atomkern kreisen, wie die Planeten rund um die Sonne, das ist ein altes und überholtes Bild. Das ist nicht mehr gültig. Und es kann so auch nicht sein, weil diese kreisenden Elektronen würden auch laufend Energie abstrahlen, weil es ja beschleunigte Massen sind und die täten dann in Kürze alle in den Atomkern reinfallen. Die strahlen aber keine Energie ab, weil sie kreisen gar nicht, sondern das sind stationäre Zustände. Das ist die Art und Weise, wie in der neueren Quantenmechanik, dass wir uns die Atome konkret veranschaulichen können, mit Hilfe dieser Schrödinger-Gleichung. Und was ist jetzt das Psi? Jetzt überziehe ich noch 3 Minuten. Wäre ja schrecklich, wenn ich nicht in der letzten Vorlesung auch noch einmal überziehen würde. Dieses Psi, über das hat man eine Zeit herumgerätselt. Und bis heute ist nicht das letzte Wort gesprochen. Aber das Psi ist eine komplexwertige Funktion der 3 Ortskoordinaten und der Zeit. Und das Quadrat des Absolutbetrages von Psi oder Psi Stern mal Psi, das ist das konjugiert komplexe Psi mal das Psi selber, ist gleich der Wahrscheinlichkeitsdichte für das Auftreten des entsprechenden Teilchens an einer bestimmten Stelle im Raum. Diese Wahrscheinlichkeitsdichte multipliziert mit einem kleinen Volumenselement ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass das Teilchen in diesem Volumenselement anzutreffen sein wird. Das ist die Idee bei der Beschreibung und Interpretation der Schrödinger-Gleichung. Und es ist also schon eine recht tragische Geschichte, dass weder Planck noch Einstein, diese beiden Urväter der Quantenmechanik, sich mit diesem Bild anfreunden wollten. Einsteins Ausspruch, der ja weltbekannt ist, ist: Gott würfelt nicht. Er wollte nicht akzeptieren, dass man die Naturgesetze in Form von Wahrscheinlichkeitsaussagen aufstellt. Das muss doch besser gehen. Naja, alles spricht dafür, dass wir es mit Wahrscheinlichkeiten zu tun haben, die unsere Natur beschreiben. Nur dadurch, dass man in der Makrowelt so unerhört große statistischen Anzahlen von Vorgängen haben, werden die Wahrscheinlichkeiten praktisch zur Gewissheit. Wenn man 6 Millionen Mal würfelt, dann ist wirklich fast ganz sicher, dass mit ganz kleinen Unterschieden 1 Million Mal der Einser gekommen ist, 1 Million Mal der Zweier und so weiter. Mit sehr großen Zahlen wird aus Wahrscheinlichkeit nahezu eine Sicherheit. So, jetzt muss Schluss sein. Ich hätte Ihnen noch gern vieles weitere erzählt, aber wir haben doch einiges weitergebracht in diesem Semester und in diesem Studienjahr. Meine Hoffnung ist, dass ich es nicht von der Physik abgeschreckt habe, sondern dass Sie sich freuen, was in den nächsten Jahren auf Sie zukommen wird.
Ich möchte mich bedanken beim Kamerateam, das so treu die ganze Zeit diese Vorlesung hier betreut hat. Und ich bin sehr neugierig zu sehen, wie also diese Aufnahmen geworden sind. Vor allem bedanke ich mich aber bei Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie also da mitgemacht haben. Die meisten von Ihnen werde ich ja noch bei mündlichen Prüfungen sehen. Und jetzt möchte ich mich nur verabschieden von Ihnen. Es war ein sehr schönes Jahr. Ich glaube, es war recht nett, unsere verschiedenen Diskussionen. Und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr weiteres Studium und für Ihr Leben. Dankeschön. Ja, und natürlich nicht zu vergessen, was wäre denn gewesen ohne den Herrn Litschauer? Ohne den Herrn Dangl und ohne den Herrn Magister Zirkovic, die guten Seelen dieses ganzen Vereins. Also vielen Dank auch Ihnen. So, jetzt braucht man nicht besprechen, was morgen für Experimente sein wird.